Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Crowley Falls, immer noch eine annehmliche Metropole. Inzwischen haben wir das mit der Handwerkerarbeitskraft, glaube ich, in den Griff bekommen. Es fehlt jetzt nur noch ein paar Ingenieure. Das schwankt immer wieder wegen unserer, ja, immer wieder fehlenden Elektrizität. Und wir müssen immer noch für mehr Wolkenkratzer sorgen. Wir brauchen noch 5 Wolkenkratzer, glaube ich. Genau, der Stufe 5. Wir hatten schon ein bisschen was vorbereitet. Hier haben wir mal einen Stufe 3. Genau, da hatten wir noch 2 Stück, 3 Stück. Die werden wir jetzt auch gleich mal upgraden, wenn wir das gerade hier schon können. So. Nein, ist schon wieder rum. Ah, wieder verpasst. Wieder verpasst, das kann doch nicht sein. Da waren wir wieder zu langsam. Ach, ist das wieder ärgerlich. Das hätten wir gerade noch upgraden können und waren wieder zu langsam. Ja, wir sind einfach ein bisschen gemütlicher unterwegs. Wo bleibt unser Kaffee? Jetzt wäre es gerade so weit gewesen. Nein! Na gut, wir warten einfach wieder. Wir laden hier mal ab. Und schicken unser Schiff dann nochmal auf Suche. Wir werden das Flaggschiff... Oh, wir könnten natürlich mal gucken. Zusätzlich vielleicht nochmal Kaffee kaufen. Ist jetzt aber echt auch erstaunlich, dass jetzt gerade wieder der Kaffee so extrem in den Keller rutscht. Aber ja, wir schicken mal unsere Eule zu Madame Kahina. Und den Kampfkraut schicken wir auch wieder zurück. Der war ja aus der alten Welt. Den schicken wir mal nach Kautsdorf. So. Und unseren Seehund. Ach ja, da wird gerade was angezeigt. Weil das jetzt gerade der Kaffee wieder so rasant in den Keller sackt. Naja, gut. Ich dachte eigentlich, das mit dem Kaffee müssten wir jetzt geregelt haben. Wie sieht's denn aus hier? Die Menschen lassen sie hochleben. Der Tümmler ist doch einer, der Kaffee transportiert, ne? Genau. Wo sind denn die? Tümmler ist gerade hier. Heißt, Tümmler lädt anscheinend gerade ein. Nur so wenig Kaffee haben wir. Dann hat der Frosch... Wo ist dann der Frosch? Hat der dann schon vorher was geholt? Da, wo ist der Frosch? Müsste doch der Frosch... Ah, okay. Hoffentlich schon wieder angekommen sein. Ja, okay. Ah, nee, ist der Fischadler. Der Fischadler liefert ebenfalls Kaffee. Und die Heuschrecke liefert auch Kaffee. Frosch und Schildkröte wird gerade überführt. Sind das dann die hier? Oder die werden nicht angezeigt? Na, die sind gerade hier. Gut, müsste aber jetzt eigentlich Kaffee ankommen. Müsst doch jemand Kaffee. Wie sieht's denn aus? Können wir eigentlich hier schon Kaffee importieren? Oh ja, das müssen wir auch nochmal wegmachen hier. Ach, deswegen haben wir so wenig Stahlbeton. Weil wir mit Stahlbeton handeln. Fahrstühlen handeln wir jetzt auch mal nicht, weil die brauchen wir ja. Ja, die nehmen wir mal raus. Den Stahlbeton. Was ist hier? Lager ist voll. Das brauchen wir also auch nicht mehr. Das heißt, wir können mal Stahlbeton hier rüberlegen. 2:1. Nö, das finde ich nicht gut. Was könnten wir noch verkaufen? Ich meine, das könnten wir mal lassen. Wobei, wir haben nicht so viele, ne? Ja,
haben tatsächlich nicht mehr viele Fahrstühle. Die brauchen wir jetzt noch für die restlichen. Also das lassen wir mal. Können wir Kaffee? Nein. Da müssen wir erst noch mehr Schokolade machen. Gut, Schokolade. Wie sieht es aus, wenn wir Fenster handeln? 2:1. Naja, nicht so schlecht. Was hätten wir noch anzubieten? Irgendein tolles Zwischenprodukt vielleicht. Mehl oder Talg ist auch nicht so berauschend. Wie sieht es damit aus? 1:1. Immerhin 1:1. Dann machen wir mal Schoki, machen wir mal auf 50. Wie ist es mit Hochrädern? Immerhin 2:1. Machen wir aber auch mal nur 50. Dann auch Taschenuhren. 3:1. Okay, das wird dann wieder blöd. Wie schaut es mit Nähmaschinen aus? Sogar 4:1. Und Brot wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, das habe ich befürchtet. Violinen. 1:1. Okay, 50. Ich glaube, Violinen haben wir aktuell gut. Oder Schmuck könnten wir vielleicht noch nehmen. Ach nee, Schmuck haben wir ja eigentlich sogar selber. Schmuck wird ja eigentlich importiert. Dampfwagen. 1:6. Na, das ist doch auch ein guter Tausch. Machen wir mal 100. Wie sieht es denn aus mit Brillen? Wo sind unsere Brillen? Hier, ja, genau. Und Schmuck auch nochmal am besten. 1:3. Da machen wir auch mal 100. Das ist nicht schlecht. Und vielleicht dann lieber... Was haben wir da für ein Verhältnis? 1:2. Ja, dann machen wir das so. Gut. Kaffee, da fehlt uns noch ein bisschen was. Aber nicht mehr viel, dann können wir Kaffee importieren. Das ist auch schon mal gut. Sehr cool. Ihr seht, es fehlen noch 10 Mal. Nein, das müssten wir beim nächsten Mal dann machen. Dann können wir hierfür Kaffee freilassen. Wie ist es mit Zink? Haben wir jetzt genug Zink? Gut, wir sollten auch noch mal Zink vielleicht. Kohle haben wir auch so wenig. Obwohl wir das auf Importieren machen. Vielleicht gegen Glas. Ist sogar 1:5. Ja, das ist besser. Machen wir mal da 200. Und machen wir da auch Glas. 200. Genau, dann würde jetzt nur noch Zink fehlen. Können wir das schon eins hochsetzen? Ach nee, da fehlt auch noch ein bisschen was. Gut, ist ja nicht so schlimm. Und was fehlt uns noch, dass wir Zink machen können? Oh, 12 Export, okay. Na gut, dann machen wir als nächstes, schalten wir hoffentlich die Schokolade frei. Gut, das sieht auch jetzt mal wieder gut aus. Ah, deswegen hatten wir so wenig. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Gut, jetzt müsste... jawohl, jetzt kommt wieder Kaffee an hier. Der Frosch ist überführt worden. Prima. Wir hatten... Wo haben wir noch hier? Das ist noch einer der Stufe 3. Genau. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich der Kaffee an und das Einrichtungshaus ist wieder nicht versorgt. Liegt aber, glaube ich, wieder. Doch, Strom ist hier. Oh, hier fehlt sogar Zucker. Warum ist eigentlich in der Zahnpasta Zucker? Für den Schmögeleffekt oder was? Hoffe ich. Taschenuhren gehen zur Neige. Nein, das können wir nicht lassen. Wir brauchen unbedingt wieder weniger Bedürfnisse. Sie können doch nicht. Ich meine, wir haben einen Einsatz mal wieder verschlafen. Das hört sich voll nach uns an. Das hört sich tatsächlich voll nach uns an. Wie wäre es denn, wenn wir hier nochmal weniger machen? Wäre das sehr dreist? Natürlich. Am Ende sind Sie unser wichtigster Leser. Gelddruckmaschine. Mein erster Bericht galt einem Aufruhr bei einer Mühle. Ich lief zum Streikposten und bekam einen Pflasterstein an den Kopf. Ich riskiere das jetzt mal.
Als ich wieder ich hoffe mal, dass das nicht schon zu Zensur sehr oder bloß Politur Auswirkungen kann hat. Schon sagen. Und die Touristen sind auf Minus und die Handwerker auf Minus. Verdammt. Warum haben die keine Zufriedenheit? Kirche? Oh, wir sind Politiker. Cool, wir haben Einfluss Politiker. Effektivität der Zeitung, cool, plus 14%. Das ist natürlich toll. Ich würde mich und, so gerne im Schilf ertrinken. Ich würde hier gerne noch eine Kirche denen hinstellen. Weil die hier gar keine haben. Hier haben wir ja eine. Aber die da oben haben gar keine Kirche für ihre Zufriedenheit. Ich würde sagen, ist zwar nicht so schön mit der Schiene. Oder hier tatsächlich direkt hinten ist auch nicht so toll, ne? Hier wird sie hinpassen, aber das ist dann auch so nah an der Schiene. Gut, wir könnten... Nee, die Schiene lassen wir jetzt. Nicht, dass wir da wieder Probleme kriegen. Ich würde vorschlagen... Ah, ich weiß was. Dieses Feuerwehrhäuschen setzen wir... nur erstmal hier hin. Und das Haus hier hin mit einer Straße. Und dann hier die Kirche. Quatsch, die ist bei den Handwerkern. Ja, so. So. Und dann schauen wir nochmal mit dem Feuerwehrhäuschen. Können wir das auch noch schöner gestalten? Ja klar, wir haben doch hier noch Platz, oder? Ja, dann machen wir das so. Und dann... Das nenne ich mal eine klasse Sache. Yay, wir haben wieder was gesteigert. Das ist auch schon mal gut. Wo haben wir denn noch eine Feuerwehr hier? Brauchen wir die da unbedingt? Wir könnten die natürlich auch hier hinten einfach hinsetzen. Ah nee, das sieht nicht schön aus dann. Hier reinsetzen ist auch blöd. Oder hier. Ja, wir reißen mal die Straße ab. So. Ja, so ist es schöner. Ja, das finde ich besser. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Gut, theoretisch könnten wir das hier auch nochmal rübersetzen. Und hier die Straße noch abreißen. Entschuldigung. Haben Sie Shelleys letzten Roman schon gelesen? Ja. Perfekt. So, das heißt, die haben wieder mehr Zufriedenheit jetzt. Sehr schön. Dann sind es nur noch die Touristen, aber um die kümmern wir uns ja aktuell nicht. Was denen auch noch fehlt, ist wieder ein Varieté. Das wäre einmal hier. Wenn wir ein Varieté hier hinstellen, neben das Kaufhaus, sieht es auch nicht so schön aus, oder? Wir die hier umstellen. Und hier noch ein Varieté reinzimmern. Nee, das gefällt mir auch nicht. Na gut, dann müssen wir uns mal nochmal... Ich habe die hier ein Varieté. Das muss reichen. Die sind schon anspruchsvoll, ne? Also. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Hier die Polizei könnten wir wegmachen. Wir haben ja hier eine Polizei. Und da nochmal ein Varieté neben die Uni und die Schule. Naja, besser als neben eine Schweinefarm. Okay, jetzt überprüfen wir erstmal nochmal ganz kurz. Jawohl. Jetzt aber. Jetzt schaffen wir es doch hoffentlich. Eins, zwei. Und wo ist das dritte? Hier war noch eins.
ich hab's wieder verpasst. War doch eigentlich noch eine Stufe. Drei Wolkenkratzer, dachte ich. Hier. Aber der reicht nicht ganz. Okay, macht nix. Dem fehlt noch wieder das Kaufhaus. Wie gerufen. Eigentlich wollte ich mir gerade einen Nachmittag. Und da fehlt's wieder mal an Zelluloid. Das hatten wir aber doch schon mal geändert. Entweder es fehlt an Zink oder es fehlt an Zelluloid. Glühfäden haben wir genug. Stahl nimmt inzwischen auch schon wieder ab. Zink. Ha, ist das ärgerlich. Wolle ist jetzt gestiegen. Ja, Zelluloid fehlt. Okay. Warten wir also auf unsere Zelluloid-Lieferung. Weil eigentlich müsste... Was fehlt euch? Zucker. Zucker fehlt auch schon wieder. Gut. Also. Zink. Können wir da noch mehr Zink rausschlagen? Haben wir da noch mehr? Nein. Okay. Und dann war noch Zucker. Oh, wie sieht's denn hier aus mit Zink? Auch nix. Okay, wo ist unser Zucker? Zucker, Zucker, Zucker. Hier. Das Lager ist leer. In San Oli ist kein Zucker mehr da. Okay. Gut, wir müssen mal nach San Oli schauen. So, warum haben wir hier keinen Zucker? Wir haben genug Zuckerrohr. Also, was ist der Grund für den mangelnden Zucker? Was brauchen wir da? Fünf, da können wir nochmal Zucker abbauen. Zucker herstellen. Wo haben wir denn unsere Zuckermanufakturen hier? Hier. 1, 2, 3. Dann machen wir hier noch eine mit hin. Passt da. Wunderbar. Hier machen wir unsere Kaugummis. Ah, der verbraucht natürlich auch sehr viel Zucker. Schauen wir mal, wie ist es denn jetzt mit Zucker? Zwischenprodukt. Hey, jawohl. Jetzt machen wir auf jeden Fall wieder genug. Ne? Sehr gut. Zucker müsste jetzt auch wieder ausreichen. Gut, wir transportieren aber auch noch Zucker rüber. Also hier brauchen wir ja auch Zucker. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das dann ausreicht, wenn wir nichts rüber transportieren können. Wir machen nochmal Zucker. Können wir jemanden upgraden? Hm, wen nehmen wir denn? Hier. Und den dann noch. Dann können wir nochmal Zucker machen. Ja, hier mit rein noch einmal Zucker. Ah ja, das würde sich doch anbieten. Dann können wir hier die Straße runterziehen. Genau. Dann hier einen Weg und dann machen wir da ein paar Palmen rein. Wo sind die Palmen? Hier. So. Ja, das sieht cool aus. Gut, wie viel Zucker machen wir jetzt? Gut, das müsste doch dann eigentlich reichen, dass wir auch noch Zucker nach drüben schippern. Genug Zuckerrohr haben wir. Hier ist alles im grünen Bereich.
So, wie sieht's denn aus? Wir hatten doch auch wieder... Hier was, hat sich doch auch wieder was getan. Ja, wir können Kaffee importieren. Das finde ich auch richtig cool. Da müssen wir nur überlegen. Kaffee. Ja, das fehlt nämlich auch schon wieder hier alles. Farben und Lacke, Ethanol und Zucker. Gut, was können wir denn eintauschen? Kokosöl, das wird wahrscheinlich ein ganz furchtbares Verhältnis sein. Wobei 5 zu 1 und Kokosöl brauchen wir aktuell nicht so viel. Oder auch Bananen, die brauchen wir hier gar nicht. Oh, die Bananen ist 11 zu 1. Das ist mit Hopfen wahrscheinlich auch 7 zu 1. Und jetzt machen wir Wolle ohne Ende. Oh, das ist ganz schlecht. Kokos wäre dann vielleicht nicht so verkehrt. Was hätten wir noch anzubieten? Gut, was ist mit Harz? Auch 8 zu 1, das ist noch schlechter. Dann könnten wir wieder noch Fenster anbieten. Fenster wäre 2 zu 1. Fenster haben wir noch gar nicht getauscht. Dann machen wir mal Fenster. Und nehmen da nochmal Kaffee mit auf. So, und was ist jetzt für Zink? Da fehlen noch 2. Noch 2 aktive Export-Import-Verträge, damit wir noch Zink importieren könnten. Also können wir hier noch was dazu bauen? Ja, 2 Stück können wir noch dazu bauen tatsächlich. Gut, dann machen wir das mal. Können wir das hier irgendwie verbinden? Das ist dann zu eng, finde ich. Das sieht dann nicht schön aus. Na, dann setzen wir doch hier einfach nochmal eins hin, oder? Ja. Das heißt, wir haben jetzt noch 2 frei. Und die müssen wir jetzt noch aktivieren und dann können wir Zink machen. Gut, was können wir noch importieren? Was brauchen wir noch? Schokolade importieren wir ja schon. Was bräuchten wir noch unbedingt? Taschenuhren vielleicht? Nee, Taschenuhren haben wir genug. Hochräder machen wir auch genug. Kaffee haben wir gerade zu Genüge. Oh, wir haben gut Kaffee. Schade, dass man keine Kekse machen kann. Wobei Kekse haben wir jetzt auch. Zigarren, da fehlt uns erst wieder Kaffee. Okay. Dann Schmuck. Oh, Konserven vielleicht. Wollen wir nochmal Konserven nehmen? Konserven? Oder Rum? Ach nee, Rum können wir nicht. Was bräuchten wir noch? Außer Zink. Was bräuchten wir noch außer Zink? Billardtische können wir aber auch nicht. Gut, Baumaterialien brauchen wir aktuell eigentlich auch nichts. Können wir auch gar nichts. Gut, dann ist es eigentlich vollkommen egal. Wie ist es, wenn wir jetzt nochmal Schokolade zusätzlich machen? Zählt es dann auch? Und nochmal Kaffee? Wenn wir hier nochmal... Und hier nochmal. Zählt es dann als aktiv? Ja, das zählt schon. Und dann können wir jetzt austauschen, oder wie? Ja, cool. Hervorragend. Dann würde ich sagen, haben wir da mal 300 raus. Ha! Sehr schön. Da brauchen wir jetzt noch Kaffee, dann haben wir das auch freigeschalten. Was dann vielleicht noch interessant wäre, wären die Phonographen. Cool, aber jetzt haben wir mal Zink. Ich würde fast vorschlagen, wir haben so viele Fenster, wir machen da gleich mal 500 draus. Ja, sehr cool. So. Gut.
Uns fehlen noch Wolkenkratzer. Wenn ich jetzt wieder wüsste, der war, eine war hier irgendwo noch. Das ist eine Stufe 2. Das ist ein nein, der dahinter. Der hier. Jawohl. Stufe 4. Okay. Den hier will ich anwählen. Gut. Können wir die upgraden? Den nicht. Wobei, Versorgung verbessert sich. Versorgung verbessert sich. Oh ja. Hier war doch noch einer. Ah, hier war doch noch einer. Ah, wo ist er? Stufe 2. Stufe 5, Stufe 4, hier. Und jetzt? Wie viel haben wir jetzt? Einer fehlt noch. Ja, einer fehlt noch. Okay, die Frage ist jetzt nur, eigentlich müsste der hier irgendwo noch stehen in Stufe 4. Wolkenkratzer. Aber den jetzt wieder zu finden. Ich dachte, ich hätte hier noch einen gesehen. Stufe 5. Stufe 5. Ah, schaut euch das an hier. Schön das aussieht. Stufe 5, Stufe 5, Stufe 2. Hier war doch noch irgendwo einer. Wo bist du? Ah, das ist jetzt wieder ärgerlich. Ich habe doch vorhin noch hier einen grünen gesehen gehabt. Okay, wartet mal. Zeigt mal bitte alle an. So. Das sind jetzt lauter Stufe 5. Hier, was ist denn, was bist denn du? Na, du bist noch einer. Du bist der Letzte. Dir fehlt noch ein Bewohner. Wir kommen der Sache näher. Perfekt. Und zack. Yes. Haben wir es jetzt, oder? Zumindest dafür. Ja, wir können beginnen. Wir starten. Achtung, Leute, wir starten. Yay! Juhu! Klasse, klasse, klasse. Tja, da werden jetzt auch wieder ordentlich natürlich Baumaterialien angeschleppt. Schaut mal. Es fehlen natürlich jetzt erstmal die Materialien. Aber wir haben genug Arbeitskraft. Ingenieure müssen wir dann nochmal überprüfen. Ah, cool. Ja, da wird angeschafft. Ah, dann können wir das hier auch noch richtig schön machen. Da hatte ich ja eh überlegt, ob wir das noch, die Straße, die wir hier lang ziehen, oder das mit dem Kanal noch irgendwie anders machen. Mal gucken, muss ich mir noch überlegen, wenn der dann steht. Dass wir das vielleicht wirklich noch hier rumziehen. Ich glaube, ich reiß den Kanal hier ab. Und ziehe hier die Straße. Und dann kann ich das alles schön zentral machen. Weil das ist auch kein Problem, das noch ein bisschen rüberzusetzen. Ja, es geht los. Es ist gestartet. Ah, und wie schön die Baumaterialien angeschafft werden hier. Cool. Na, jetzt müssen wir mal warten, wie es weiterläuft mit den ganzen Bedürfnissen.
Ich sage ja, ich wollte eigentlich dann irgendwann wieder ein paar Wolkenkratzer upgraden, um das Stadtbild einfach für mich persönlich wieder zu verschönern, weil so ist mir das zu eintönig. Nur Stufe 5 Wolkenkratzer finde ich persönlich ein bisschen übertrieben. Also ich bin der Meinung, weniger, um den Skyline Tower zu errichten, hätten auch gereicht. Aber das ist ja kein Problem, die dann auch wieder abzugraden. Also downzugraden. Absteigen zu lassen. Das sollte ja dann kein Problem sein. Aber wir warten erstmal noch. Ich weiß nicht, was wir noch brauchen. Deswegen... Stahlträger? Ja! Auf der Baustelle gestohlen? Oh. Wie ist das möglich? Natürlich will niemand etwas gesehen haben. Ja, und sehen Sie, da ist schon wieder einer dieser verdammten Briefe. Wieder ein ominöser Brief. Lieber Donny Bader, wohl... Dieser erbärmliche Witz zieht sich in die Länge. Es wird Zeit, dass wir zur Pointe kommen und an den Arbeitern ein Exempel statuieren. Die haben ganz bestimmt die Finger im Spiel. Warum sollen die sich selbst boykottieren? Die haben doch die Arbeit damit. Okay, lieber Donny Bader, wohlauf. Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Warum wollen Sie nicht zuhören, Sie altes, schnauzbärtiges Reptil? Es ist höchste Zeit, dass Sie die Stimme Ihrer Arbeiter vernehmen und Sie für all die versäumten Pflichten entschädigen. Schämen Sie sich. Okay, und jetzt? Was wollen die jetzt wieder von uns? Verhören Sie die Arbeiter. Können wir da schon entscheiden? Okay, ich habe ganz bestimmt nichts damit zu tun, Boss. Als wir zurückgekommen sind, sah es hier schon so aus. Alle Stahlträger weg und ein kleines Drohschreiben. Sehen Sie, am Tower arbeiten so viele unzufriedene Arbeiter, es könnte jeder dahinter stecken. Seien Sie vernünftig, Boss. Wenn Sie uns das vom Lohn abziehen, werden unsere Familien darunter leiden. Die fehlenden Materialien ersetzen? Oder zustimmen, eine zufällige Gruppe von Arbeitern? Nein, wir bestrafen hier niemanden. Immerhin arbeiten die für uns. Das macht für uns einen riesigen Unterschied, Boss. Ja. Das ist sehr gutmütig von Ihnen. Wir heben heute Abend im Wirtshaus ein Glas auf Sie. Nur zufriedene Arbeiter. Macht uns das auch zufrieden. War ein Fehler. Nein. Jetzt werden Sie nicht mehr in Ruhe gelassen. Die werden nur noch mehr Ärger aushecken und dann zu Ihnen angelaufen kommen und mehr Geld erwarten. Nein. Nein, werden Sie nicht. Nur zufriedene Arbeiter machen uns auch zufrieden. Denn die arbeiten ja für uns. So sehe ich das. Schaut, wie sie hier fleißig werkeln. Und hämmern. Es geht weiter mit unserem Skyline Tower. Ha, ist das cool. Ha, sehr schön. Phase 3 von 4. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich noch mal mehr Wolkenkratzer brauchen. Oh, ist das ärgerlich. Na gut, wir schauen mal. Vielleicht haben wir ja Glück und brauchen irgendwas anderes. Das wäre natürlich schon schöner. Es hat wieder das Schneien begonnen. Okay, warum haben wir so wenig Ingenieure und warum sind wir im Minus? Dieses Umfeld ist derivativ. Eigentlich haben die alles. Die Grundlagen sind vorhanden. Sehr komisch. Gut, und die Sachen, naja, gut, das machen halt... Ja, das machen halt 10 und hier 5 Ingenieure aus, ne? Haben Sie auch andere Namen für den Wolkenkratzer in Erwägung gezogen? Nein, haben wir nicht. Überlegung ist nämlich eher, ob wir hier auch nochmal was upgraden. Hier machen wir nochmal einen. Da haben wir nochmal 40 mehr. Vielleicht reicht es noch für die Kaugummis. Gut, und das Einrichtungshaus hat halt wahrscheinlich gerade wieder mal... Die gottverdammte Baustelle steht still. Die Arbeiter streiken. Das ist eine Respektlosigkeit uns gegenüber. Kümmern Sie sich darum? Natürlich kümmere ich mich. Warum streikt ihr? Sicher können Sie da irgendwas drehen. Mein Anwalt sollte sich eine Scheibe von Ihrem Verhandlungsgeschick abschneiden.
schicken Sie diese Arbeiter zurück an die Arbeit. Und wenn es mit Gewalt ist. Oha. Die Leute gehen auf Streikbrecher. Die Ein Streik. Sehen Sie, Sie haben uns ja kaum eine Wahl gelassen, Boss. Die Jungs waren sauer. Ihre Not, ihre niedrigen Löhne und die wenige Freizeit, all das war Ihnen egal. Ich könnte niemals Respektlos die Sicht der das. Handwerker verstehen. Wenn Sie wollen, dass wir den Tower zu Ende bauen, werden Sie unsere Bedürfnisse schön, erfüllen müssen. Ganz Sinn. Einfach. Na, das ist jetzt aber nicht nett. Ein Grillfest. Da müssen wir einige Sachen bezahlen. Und das ist plus 10 Zufriedenheit für 15 Minuten. Ich glaube, das reicht, weil wir brauchen ja nur noch... Wir brauchen ja nur noch 15 Minuten, oder? Eigentlich. Achso, können wir nicht. Verbleibende Zeit 18 Minuten. Na gut, dann machen wir das. Dann machen wir halt die 20 Minuten voll. Eine Freikarte für den Zoo anbieten. Zoo auf der Insel erforderlich. Das ist aber nur für 10 Minuten. Das ist schwachsinnig. Okay, aktuelle Bilanz. Das könnten wir uns doch leisten, oder? Na, dann machen wir das doch. Das ist mal etwas, Boss. Damit kommen wir eine Weile gut über die Runden. Ja? Na, bitte. Das könnte sogar für einen dieser neuartigen Toaster oder ein neues Spielzeug für Emmy reichen. Na, wunderbar. Jetzt brauchen wir sogar... jetzt brauchen wir sogar nur noch 10 Minuten. Wir haben uns entschieden, wieder zurückzukommen. Das ist aber nett von euch. Es ist immer noch unsere Arbeit und wir sind stolz darauf. Bedenken Sie aber, dass man uns nicht einfach austauschen kann. Und wenn wir uns nicht wertgeschätzt fühlen, streiken wir weiter. Das kann ich verstehen. Ich hatte nicht vor, euch nicht wertzuschätzen. Na toll, eine beträchtliche Investition ohne Rendite. Ich meine, die Arbeiter geben ihr Geld nicht in den Einkaufspassagen aus. Die essen noch nicht einmal Toast. Woher willst du das wissen? Vielleicht kaufen sie sich ja jetzt einen Toaster. Oh, Arbeiter sind wesentlich zufriedener. Das ist doch toll. Das ist doch schön. Okay. Was jetzt immer noch fehlt. Können wir hier nochmal einen upgraden? Nochmal einen Stufe 1. Ach ja, wir machen den noch. So. Vielleicht reicht das. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Wo? Hier in Oli Valley. Haben wir da schon ein Krankenhaus geplant? Hier hinten, aber das reicht nicht bis da oben. Dann bauen wir ein Krankenhaus, würde ich sagen. Hier oben noch hin. Oh, Stahlträger fehlen. Oh, verdammt. Ich bitte Sie inständig zu handeln. Mit jedem Tag werden die Risiken größer. Es ist unbedingt notwendig, dass wir den Zustand der unteren Etagen und der Pfeiler überprüfen. Auch schon wieder. Okay, wir müssen aber erstmal nach Oli Valley. Keine Gutachter. Ich hasse Gutachter. Das ist nicht der erste und auch nicht der letzte Tower, den ich baue. Sorgen Sie dafür, dass diese Arbeiter nicht faulenzen und bringen Sie mir einen Kaffee. Mit Schuss. Der ist ja so freundlich. Reden Sie mit Miss Jenny unter vier Augen. Risikobewertung. Der Skyline Tower schreibt Geschichte. Die Höhe, die Mr. Bader vorschwebt, ist unerhört. Aber so ein Bauvorhaben kennt kein Vorbild. Ich fürchte, dass die Statik nicht ausreicht, um das Gewicht zu tragen oder den starken Winden dort oben standzuhalten. Der Architekt hatte für all das eine Lösung, aber Mr. Bader wusste, wie teuer das würde. Also hat er das ein oder andere umgangen. Ich rate eindringlich dazu, ein Gutachten in Auftrag zu geben, um die Statik zu überprüfen. Und falls meine Befürchtungen begründet sind, sollten wir entsprechend handeln. Ja, wir machen das. Natürlich machen wir das. So eine Erleichterung. Ich mache mich gleich ans Werk. Sie werden nicht bereuen, sich die Zeit dafür genommen zu haben. Nein. Vielen Dank. Natürlich nicht. Das könnte sonst unser ganzes Projekt zum Einsturz bringen. Das wollen wir nicht. So, Oli Valley braucht Materialien. Nehmen wir gleich mal wieder ein bisschen was mit rüber. Was wir brauchen könnten. Stahlträger. Holz haben wir genug. Ziegelsteine. Fenster haben wir auch genug. Ja, einmal das hier rüberbringen, bitte. Da müssen wir nämlich dann das Krankenhaus am besten nach da oben bauen. Hier ist zwar auch ein schöner Platz. Aber das reicht dann hier nicht. Wir bauen hier ein Krankenhaus. Mit hinten Garten oder mit vorne Garten? Vorne Garten?
Nee, Garten wieder nach hinten raus, oder? Ja, Garten wieder nach hinten raus. Oh je, die Stirn ist ganz heiß. Furchtbar, furchtbar. Was haben wir denn hier? Ach so. Ja, doch. Brunnen. Ein schöner Brunnen. Wo sind die denn? Springbrunnen finde ich immer schön. Oder ein kleiner Garten. Ah, wir machen zwei kleine Gärten. So. Zwei kleine Gärten. Und dann natürlich einmal einen Weg hier außenrum. Genau. Wie ich befürchtet hatte. In den unteren Etagen bilden sich bereits Risse. Wenn diese sich ausdehnen, steht die Statik des gesamten Turms auf dem Spiel. Oh je. Wir müssen schnell handeln. Ja, machen wir. Moment. Ich will nur gerade die Baumaterialien hier abliefern und das Krankenhaus errichten. Machen wir dann später weiter. Wir müssen wieder eine Entscheidung treffen. Skyline Tower, erste Risse. Hier ist das Ergebnis. Die unteren Stockwerke zeigen Abnutzungserscheinungen und am Eingang haben sich Risse gebildet. Es gab auch einen teilweisen Einsturz im vierten Stock. Das Fundament ist durch das Gewicht und die Kräfte des Windes geschwächt worden und mit jedem Stockwerk haben wir das Problem noch vergrößert. Wir müssen die Basis stärken, indem wir Abstützvorrichtungen anbringen. Ein hölzernes Trägersystem, das eine zusätzliche Stütze bildet. Aber dazu brauche ich eine Menge Holz und Mr. Bader ist sicher nicht bereit, dies zu bezahlen. Die Bretter liefern? Ja, aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Sehr gut. Ich koordiniere die Anbringung mit den Arbeitern. Es wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber das wird es wert sein. Ja, mit Sicherheit. Also das können wir nicht verantworten. Was könnten wir hier noch rummachen? Eine Hecke. Ja, das ist doch. Warum hätte ich hier Blaupausenmodus? Oh. So. Na wunderbar. Können wir hier mobilisieren? Noch nicht. Eventuell noch. Und wie wäre es, wenn wir. Aber das reicht nicht, oder? Wenn wir das auch noch bauen? Hier auch noch das Hospital bauen. So, dann ist das zumindest schon mal. Gut. Wunderhübsch. So, na, ich würde sagen, wir kommen unserem Ziel auf jeden Fall immer näher. Es fehlt nicht mehr viel. Ach so, wegen den Sicherheitsmaßnahmen ist der Bau jetzt gerade noch unterbrochen. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Wir kommen unserem Ziel trotzdem Schritt für Schritt etwas näher. Haha, und ich freue mich schon, wenn der dann endlich mal fertig ist. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ich hoffe, ihr seht in der nächsten Folge wieder mit rein. Und ja, mal schauen, wie weit wir dann kommen werden und ob der Skyline Tower dann abgeschlossen werden kann. Ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.